Herzlich willkommen zur Besprechung der Musterklausur Körperschaftsteuer, Rechtsstand 2023. Zur Vorbereitung auf die Steuerfachangestellten Abschlussprüfung, insbesondere jetzt für den Sommer 2024, herausgegeben von der Steuerberaterkammer Niedersachsen. Mein Name ist Kai Boman, ich bin Diplom-Finanzwirt, Diplom-Handelslehrer und Steuerberater und ich freue mich, Sie durch die Besprechung dieser Musterklausur begleiten zu dürfen. Bevor wir in die Besprechung der Klausur selbst gehen, möchte ich einen kleinen Exkurs machen und Ihnen nochmal die Bedeutung der Körperschaftsteuer für die Abschlussprüfung in einer Übersicht aufzeigen. Sie haben doch in der Abschlussprüfung vier Bestandteile, die die Note ausmachen. Da haben Sie zunächst drei Klausuren, die Sie abarbeiten müssen. Die erste Klausur beschäftigt sich mit allgemeiner Wirtschaftslehre. Die hat eigentlich noch nicht so direkt mit der Körperschaftsteuer zu tun, nur so ein bisschen mittelbar. Dann haben Sie eine Klausur Rechnungswesen. Auch in Rechnungswesen haben Sie nicht direkt was mit Körperschaftsteuer zu tun, weil Sie ja dort immer einen 4-3-Fall haben. Oder alternativ dann im FIBO-Jahresabschlussteil, diese 70%, da haben Sie dann einen Einzelhändler oder einen Großhändler in Form eines Einzelkaufmanns oder einer Einzelkauffrau. Da haben Sie niemals eine Personengesellschaft, das habe ich zumindest noch nicht gesehen, und auch keine GmbH oder Aktiengesellschaft, die Sie zu buchen haben, aus den Erfahrungen der letzten roundabout 20 Jahre heraus. Und dann haben Sie eine Klausur Steuern. Und die ist dann relevant, da gehen wir gleich rein, da zoomen wir uns gleich rein. Genau. Und diese drei Klausuren zählen jeweils 25% für die Abschlussnote, also ein Viertel. So. Die letzten 25% ergeben sich dann aus der mündlichen Prüfung. Jetzt zoomen wir uns ins Steuern, also auch gerne SBL genannt, hinein. In der Steuerklausur, die sich ja auch, wenn Sie die alten Abschlussprüfungen mal durchgehen, haben Sie immer erstmal als größten Part die Einkommensteuer, ne? Mit ungefähr 40% plus Daumenregel plus minus, manchmal auch bis zu 50%. Dann haben Sie einen großen Teil Umsatzsteuer. Und dann die Körperschaftsteuer, die wir heute behandeln, die Gewerbesteuer und die Abgabenordnung. Daumenregel zur Körperschaftsteuer, nochmals Daumenregel, das kann nach oben und unten ausschlagen, ungefähr 10%, also 10 Punkte, weil Sie insgesamt auf die Steuerklausur 100 Punkte erreichen können. So, und diesen Themenablauf, dem nähern wir uns. Was bei der Körperschaftsteuer wichtig ist, das werden Sie dann gleich noch sehen. Die Kenntnisse aus Einkommensteuer brauchen Sie auch hier, ganz elementar, weil ja nach § 8 KStG die Vorschriften des Einkommensteuergesetzes auch relevant sind für die Körperschaftsteuer. Und manchmal ist hier und da auch Kenntnis aus der Umsatzsteuer möglich. Das heißt, das baut aufeinander auf. Später baut dann übrigens die Gewerbesteuer auch auf diesen anderen Dingen auf. Und deswegen wird ja im Unterricht im Grunde die Sache dann auch nacheinander abgearbeitet. Bei uns in der Schule fangen wir zum Beispiel erstmal mit der Umsatzsteuer an. Dann kommt die Einkommensteuer, dann die Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Abgabenordnung. Das ist so die Reihenfolge bei uns. Das kann natürlich auch je Schulstandort abweichen. Aber Themengebiet heute die Körperschaftsteuer und da kriegen Sie immer zwei Beispiele, die Sie thematisieren müssen. Ausgangsbasis, entweder Sie haben eine GmbH oder Sie haben eine Aktiengesellschaft. Die anderen Varianten der Körperschaftsteuerpflicht, wie irgendeinem Verein und solche Geschichten, habe ich noch nie gesehen. Man macht wirklich Standardgeschichten. So, das ist das Erste, was man dazu sagen kann. 10% ungefähr Ausmaß in der Steuerklausur. Tatsächlich thematisieren Sie, das ist meine Vermutung, in der Berufsschule dieses Thema weniger umfangreich. Da hechelt man sich am Ende durch, weil ja die Zeit so knapp ist mit dem Steuerlehreunterricht. In Niedersachsen haben wir halt im zweiten und dritten Ausbildungsjahr nur noch einen Berufsschultag.
Das ist ja in den anderen Bundesländern anders. Und das bedeutet einfach, dass man so ein bisschen weniger Zeit für die Geschichte hat und dann doch ziemlich da durchhecheln muss. Was sie festgestellt haben allerdings ist, wenn sie so ein paar alte Abschlussprüfungen Körperschaftssteuer gerechnet haben, ich bezeichne das immer so als Dieter Bohlen-Platte. Hat man ein, zwei Dinger gerechnet, dann weiß man, wie das Lied ist. Dann sind sie alle im Grunde gleich. Deswegen ist die Körperschaftssteuer eigentlich ein dankbarer Punktebringer. So, das ist mal so ganz allgemein zur Einsortierung. Jetzt gucken wir mal, wo sie vielleicht das Schema, diese Dieter-Bohlen-Platte, den Text dazu niedergeschrieben finden. Und sie dürfen ja die Gesetze, die Durchführungsverordnung und die Verwaltungsanweisungen benutzen. Und in den Körperschaftsteuerrichtlinien, den Verwaltungsanweisungen, also des Körperschaftsteuergesetzes, da gibt es die Richtlinie 7.1. Die möchte ich jetzt auch noch mal mit Ihnen teilen. Und in dieser Richtlinie 7.1, da haben Sie im Grunde das Schema zur Körperschaftsteuerberechnung drin enthalten. Das zeige ich Ihnen mal hier genau. Das Problem bei diesem Schema allerdings ist, dass es, Sie gucken Sie sich mal die Anzahl der Nummern an, dass das sehr unübersichtlich ist, ne? Da sind ganz viele Nummern drin, die Sie eigentlich nicht brauchen. Und deswegen meine Empfehlung, nehmen Sie jetzt einen Marker und dann gehen wir mal die Positionen durch, die Sie brauchen. Und markern dürfen Sie ja im Gesetz. Zumindest in Niedersachsen ist das erlaubt, Markierungen zu machen. Nehmen Sie einen gelben Marker und dann markieren wir gemeinsam mal die Stellen, die nur erforderlich sind. Das erste, was Sie markieren könnten, Jahresüberschuss, Fehlbetrag laut Steuerbilanz, beziehungsweise das Wort korrigierter Jahresüberschuss. Das will ich mir als erstes markern. Das wäre so quasi gedanklich die Ausgangsbasis in diesem Schema, was wir hier haben. So, hier mit Jahresüberschuss, das lassen wir mal weg. Personengesellschaft 15a, Korrekturen habe ich auch noch nicht bei der Fachangestelltenprüfung gesehen. Deswegen lieber weglassen. Hier 5a, Tonnagenbesteuerung, nein. Die 5, nein. Die 6 hier in dem Schema, 4e, 4f, 4j, 4k, denke ich, werden Sie auch nicht thematisiert haben, weglassen. Also nicht beachten. Die 7, nicht ausgleichfähige Verluste, 15b, 15 Absatz 4, weglassen. 8, weglassen. So, aber die 9 brauchen wir. Bildung und Auflösung von Investitionsabzugsbeträgen. Weil den 7g haben Sie ja thematisiert. Und es kann ja auch sein, dass ein 7g hier vorkommt. Und dann müssen Sie den halt, wenn Sie zum Beispiel ein IAB bilden, dann mindern Sie für die Körperschaftssteuer genauso den Gewinn, weil diese Vorschrift ja auch im KStG greift. So, dann würde ich markern Hinzurechnung VGA und dann 8 Absatz 3 würde ich markern, weil wenn Sie eine verdeckte Gewinnausschüttung finden, dann rechnen wir die halt hinzu. Und da gibt es keine schwierigen, keine besonderen Fälle, ne, verhinderte Vermögensminderung, veränderte Vermögensmehrung oder Sie wissen die Definition, veränderte Vermögensmehrung oder wir haben eine Vermögensminderung, die man halt freiwillig hingenommen hat. Definition für VGA ist eigentlich ein bisschen ausführlicher, finden Sie in den Körperschaftsteuerrichtlinien. Die Definition wollen wir hier aber jetzt nicht vertiefen, sondern es geht um die Klausur. Okay, dann Abzug 11. Gewinnerhöhung im Zusammenhang, nee. Gewinnzuschlag 6b, nein, lassen Sie es weg. Verdeckte Einlagen lassen Sie auch weg. Wichtig dann wieder die 14, denn das kommt schwerpunktmäßig vor. Zum Beispiel Körperschaftsteuer, dass man die hinzuzurechnen hat nach 10 Nummer 2 KStG oder dass Sie Bewertungsaufwendung drin haben, diese nach 4 Absatz 5 Nummer 1 ESTG in Verbindung mit 8 1 KStG hinzurechnen müssen. Ne? Deswegen das bitte markern. Dann markern Sie bitte hier die Zuwendung nach 9.1 Nummer 2 KStG. Das sind die Spenden für Zwecke im Sinne von 52 bis 54 Abgabenordnung, nämlich gemeinnützige, mildtätige, kirchliche Zwecke. Zuwendung heißt Mitgliedsbeiträge oder Spenden. Aber als Verein Mitgliedsbeitrag, ja, ist ja auch möglich. So, das rechnet man erstmal grundsätzlich hinzu. Die politischen Spenden, die rechnet man über Paragraph 4 Absatz 6 StG hinzu. Das sind also hier die 14. Politische Spenden würden hier reinfallen. Die gemeinnützigen, mildtätigen, kirchlichen Zwecke, die fallen hier rein, dass man sie hinzurechnet erstmal. Warum werde ich später bringen? So, dann steuerfreie Einnahmen.
3C, steuerfreie Einnahmen, könnte mal sein. Deswegen markieren Sie einfach das Wort steuerfreie inländische Einnahmen. Wenn das angegeben wäre im Sachverhalt mit der Information, das ist steuerfrei, ziehen Sie es ab. Und damit zusammenstehende Betriebsausgaben, 3C, kann man auch markern. So, dann hier bei Umwandlung, machen Sie nicht. Umwandlungssteuergesetz und Einbringungsgewinn mit Umwandlungssteuergesetz, da dürfen Sie sich beim Berater drauf freuen. Dann in Zurechnung bei ausländischen Einkünften. Das können Sie markern, könnte ja mal drin sein, dass im Sachverhalt steht, steuerfreie Betriebseinnahmen laut DBA. Und dann müssten Sie wissen, dass Sie das abziehen. So, dann hier Außensteuergesetz, machen Sie nicht, das lassen Sie weg, bitte nicht markern. Aber die 20 ist zu markern, nämlich Kürzung in Zurechnung 8b KStG. Kommt übrigens dann auch im Sachverhalt vor, 8b Absatz 1, 8b Absatz 4, 8b Absatz 5. Das sind so Beispiele, die auch bei der Steuerfachangestelltenprüfung thematisiert werden und die wir dann hier auch finden. Und da werde ich mir auch Zeit für nehmen, Ihnen das zu erläutern, weil da werden immer so eine ganze Menge Punkte drauf vergeben und das wäre schade, wenn Sie das System nicht verstehen. Deswegen gehen wir auch nochmal in die Erklärung, wenn wir dann die Klausur besprechen. Organschaft, die 21 brauchen wir nicht. Hier 4H, 8A, nein. Die 23, nein. 26 KStG, nein. Negativer 2A StG, nein. Die 26, nein. 27, 28 lassen Sie auch weg. 29 auch weglassen. Und jetzt das nächste Wort, was Sie bitte markern, die 31. Summe der Einkünfte. Das markern Sie bitte. Weil das ist dann so der Zwischenstopp, den Sie haben. Oder Sie können es auch Einkommen vor Zuwendungsabzug nennen. Denn als nächstes ist zu markern Zuwendung nach 91 Nummer 2 KStG. Das kennen Sie aus der Einkommensteuer. Da ziehen Sie ja mildtätige, gemeinnützige, kirchliche Spenden beim CMB1 bei den Sonderausgaben ab. In der Körperschaftssteuer ist das dann diese Position, dass man dann hier diese Spenden abziehen kann, maximal allerdings gedeckelt auf 20% von der Summe der Einkünfte oder alternativ 4 Promille. Steht da ja in 91 Nummer 2 dort in der Ecke drin. Deswegen diese Stelle markern, die kommt immer wieder dran. Das brauchen Sie nicht, das brauchen Sie nicht. Dann hier Organträger, Körperschaft, Steuer, Organschaft machen wir nicht. Um Gottes Willen. Deswegen das alles weglassen. Das nächste, was Sie bitte markern, ist dann Gesamtbetrag der Einkünfte. Und dann markern Sie bitte Verlustabzug nach 10D. Es kann sein, das kam manchmal schon vor, dass irgendwie so ein vorgegebener Verlustabzug, den Sie zu berücksichtigen haben, drin ist. Und dann wissen Sie mit dem Blick in die Richtlinie, wo Sie das abzuziehen haben, nämlich nach dem Gesamtbetrag der Einkünfte. Das Ergebnis ist dann das Einkommen, das markern Sie bitte. Und dieses Einkommen ist komplett identisch in Ihrem Fall mit dem zu versteuernden Einkommen. Im Grunde könnte man Einkommen / zu versteuerndes Einkommen machen, weil Sie keine Fälle nach den Erfahrungen der letzten 20 Jahre, zumindest so, ausschließen kann man es nie. Aber hier, Freibetrag für bestimmte Körperschaften 24k und für Genossenschaften, das machen Sie nicht. Die 43 und die 44 ist für Sie nicht relevant. Und das ergibt dann die Logik, dass Sie letztendlich dann sofort das zu versteuernde Einkommen haben. Und dann kommt halt der Schritt, dass Sie 15% von diesem zu versteuernden Einkommen nehmen. Und dann haben Sie ja die Körperschaftssteuer, die Sie dann abzurunden haben. Bitte keine Cent-Beträge stehen lassen. Ja, und das ist das, was wir quasi als Spickzettel, nämlich Richtlinie 7.1, die Ihnen als Möglichkeit in Abschlussprüfung zur Verfügung steht. Ja, und jetzt gehen wir in die Klausur rein und ich habe jetzt Ihre Musterklausur und Ihre Musterlösung und wir gehen jetzt Step für Step Ihre Musterlösung durch und gucken dann, wo Sie das finden in der Klausur selbst und wie Sie da am besten vorzugehen haben. Und dann hier und da mache ich dann auch die Erläuterung mit dem Gesetz und so weiter. So, hier zunächst Ihre Klausur. Meine Empfehlung, wenn Sie so eine Klausur, nochmals, dieser Sachverhalt ist umfangreicher, wesentlich umfangreicher als das, was Sie dann später in, wenn man nur 10 Punkte kriegt, dann kann da natürlich nicht so viel drin sein. Diese Musterklausur ist ein bisschen länger, aber nehmen Sie sich die Zeit, genau,
und lösen die sie jetzt erstmal selbstständig für sich durch. Und dann macht es erst Sinn, dass das Erklärvideo dazu zu gucken. Also jetzt Pause, selbst lösen und dann weiter gucken. Ihr Lernerfolg ist umso massiver, als wenn sie es einfach nur so hören. Okay, das Erste, was wir sagen können, wir haben die Tellur GmbH, um die wir jetzt gehen, mit Geschäftsleitung, Sitz in Hannover. Und deswegen haben wir eine unbeschränkte Körperschaftsteuerpflicht. Das ist ja immer als Erstes zu tippen. Manchmal haben sie auch Aufgaben, wo sie nicht das Schema haben, sondern so einen Fall, wo man auf die Körperschaftsteuerpflicht eingehen muss. Und deswegen hier nochmal ganz kurz, unbeschränkte Körperschaftsteuerpflicht findet man natürlich im Körperschaftsteuergesetz. Dazu gehen wir ins KStG rein, nämlich in den Paragraph 1. Und dort steht ja, unbeschränkte Körperschaftsteuerpflicht folgende Körperschaften. Und dann müssen sie markern, das ist die Rechtsfolge, das würden sie halt grün markern. Und dann markern sie bitte mit als Tatbestandsmerkmal Geschäftsleitung oder Sitz im Inland. Und dann markern sie bitte das Wort Kapitalgesellschaft. Und dort Aktiengesellschaft und Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Alle anderen Gesellschaften, KGAA und dieses ganze Gedöns, brauchen sie nicht. Von den Erfahrungen her der letzten 20 Jahre nochmals, es ist entweder eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft, aber nichts anderes, kein Verein, keine sonstige Vermögensmasse. Das ganze andere, was da steht, können Sie erstmal im Grunde vernachlässigen. Nochmals, die Erläuterungen, die ich dazu mache, beruhen nur auf den Erfahrungen der letzten Jahre. Man hat schon Pferde kotzen sehen. Das heißt, es kann natürlich auch theoretisch sein, dass dann irgendjemand mal eine andere Variante hat. Aber wir gehen jetzt hier mal nach Wahrscheinlichkeiten vor. Und so kann man sich auch am besten vorbereiten. Rechtsfolge ist, die unbeschränkte Körperschaftsteuerpflicht erstreckt sich auf sämtliche Einkünfte. Das ist ja dieses Welteinkommensprinzip, was Sie auch aus der Einkommensteuer bei der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht kennen. So, das heißt, wenn Sie einen Fall hätten, wo Sie jetzt prüfen müssen, ist die Gesellschaft unbeschränkt steuerpflichtig, dann schlagen Sie den Paragraph 1 auf und dann schreiben Sie hin, die Tellur GmbH ist unbeschränkt Körperschaftsteuerpflichtig nach Paragraph 1 Absatz 1 Nummer 1, da sie eine Kapitalgesellschaft, dann machen sie Klammer auf, GmbH Klammer zu, mit Sitz als auch Geschäftsleitung im Inland, und bei Inland können sie noch eine Klammer machen und dann würden sie dort halt hinschreiben, Klammer auf, Hannover Klammer zu, ist. Und dann hätten sie schon den 1,5 oder 2 Punkte, die man dort erreichen könnte, erreicht. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Aufgabenstellung, was sie immer machen müssen. Meine Empfehlung, lesen Sie immer zuerst die Aufgabenstellung. Und hier in der Aufgabenstellung, ich mache es mal größer, wie hoch ist das zu versteuernde Einkommen der GmbH? Also, wir müssen also rechnen bis zum ZVE der GmbH. Für 23. Und das nächste, was wir noch ermitteln müssen, die festzusetzende Körperschaftsteuer und den festzusetzenden Soli. Den müssen wir auch ermitteln. So, dann gucken Sie bitte im Text, wo ist die Startsequenz. Und die Startsequenz für die Aufgabenstellung ist hier vorläufiger Jahresüberschuss 134.400 Euro. Das ist der nächste Blick, den man hat. Und dann wüsste man, okay, schon, ich fange hier mit diesem Jahresüberschuss laut Handelsbilanz an und muss jetzt ganz viele Korrekturen, die Sie hier machen, durchführen und ich rechne dann bis zum zu versteuernden Einkommen. Das ist das Ziel, das ist die Startposition. Und dann gehen wir den Text durch, hier haben wir ja ganz viele Informationen, was wir alles berücksichtigen müssen. Ich gehe jetzt hier, meine Empfehlung wäre immer, Sie würden dann anschließend diesen Text überfliegen und gucken, okay, die Tellur GmbH vertreibt chemische Produkte, entspricht dem Kalenderjahr. Okay, dann die Handelsbilanz der GmbH weist einen vorläufigen Jahresüberschuss, hatten wir ja auch gesagt, Startsequenz ist meist immer der Handelsbilanzüberschuss. Dann bei der Gewinnermittlung hat die GmbH eine Dividende erhalten aus der Beteiligung der Bismut AG, 8.000 Euro. So. Und zu diesem Punkt, und dann ist noch wichtig, 25% beteiligt. Diese Position, da können Sie dann an die Seite schreiben, Paragraph 8b Absatz 1, Paragraph 8b Absatz 5 KStG, 8b Absatz 5 KStG,
Und dann können Sie da noch Paragraph 10 Nummer 2 KStG ranschreiben. Also wir werden im Grunde hier diese Dividende abarbeiten, wenn man an einer anderen Gesellschaft beteiligt ist. Und das werde ich Ihnen auch ausführlich darstellen. Das ist so das erste Problem, was wir hier haben. Also wir überfliegen erstmal grob den Sachverhalt und gucken, wo sind welche Probleme. Dann Gesellschaft Zirkon vermietet der GmbH unbebautes Grundstück für monatlich 3,5. Die Miete Dezember wurde versehentlich erst im Januar überwiesen. So, und die Mieten November bis einschließlich November wurden als Aufwand erfasst. Und jetzt frage ich mich, wir haben doch doppelte Buchführung, Betriebsvermögensvergleich nach § 5. Das ist doch eine periodengerechte Gewinnermittlung. Die Dezembermiete müsste doch zumindest bilanziell auch eingebucht werden. Und das ist hier nicht gemacht worden. Und deswegen ist der Jahresüberschuss laut Handelsbilanz auch nicht korrekt. Und das sehen Sie hier auch an dem Wort vorläufig. Immer wenn Sie das Wort vorläufiger Jahresüberschuss sehen, dann müssten Ihnen die Alarmsignale aufgehen. Alarm, Alarm, da ist vielleicht irgendwas falsch gebucht worden oder noch nicht berücksichtigt worden. Das ist wohl wahrscheinlich nicht der korrekte Jahresüberschuss. Und hier ist der Fehler beispielsweise, dass die Dezembermiete noch nicht erfasst wurde. Das gehen wir aber dann an. Und dann haben wir hier noch ein Problem. Eine ortsübliche Miete für vergleichbare Grundstücke beträgt 2,1 pro Monat. Wenn man jetzt freiwillig mehr bezahlt, dann haben wir doch eine hingenommene Vermögensminderung. Und das riecht verdammt nach einer verdeckten Gewinnausschüttung. Im Grunde kann man sagen, die verdeckte Gewinnausschüttung ist einfach gesprochen nichts anderes als die Privatentnahme der GmbHs, nochmals, das ist einfach gesprochen, nicht ganz sauber. Es gibt ja keine Privatentnahmen bei der GmbH und deswegen werden solche Dinge eventuell als Aufwand gebucht oder als zu geringfügiger Ertrag eingebucht und dann wird das glatt gezogen über diese VGAs, ne? Weil man dann den Vergleich anstellt mit einem Geschäftsmann, der das vernünftig und ordnungsgemäß machen würde. So, das Problem also hier einmal mit den 3,5 Dezembermiete und dann noch eine VGA hinzurechnen. Und dann haben Sie hier ganz viele Auflistungen. Körperschaftssteuer Soli, § 10 Nummer 2 KStG, für den Säumniszuschlag das gleiche. Gewerbesteuervorauszahlung, da wüsste man nicht abzugsfähige Betriebsausgabe, 4 Absatz 5b, ESTG und dann kommen wir über den Paragraph, da gehen wir mal rein, 8 KStG, 8 Absatz 1 sagt ja, was als Einkommen gilt und wie das Einkommen zu ermitteln ist, bestimmt sich nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes. Das ist ja das, was ich vorhin meinte. Das Know-how aus Einkommensteuer brauchen Sie auch in der Körperschaftssteuer. Und deswegen ist dann diese Gewerbesteuervorauszahlung hinzuzurechnen. Das gleiche gilt für die Rückstellung Körperschaftssteuer Soli. Das ist allerdings dann wieder der § 10 Nummer 2 KStG. Das ist wieder 4 Absatz 5b ESTG in Verbindung mit 8.1 KStG. Und so geht man das dann durch. Beiratsvergütung, da war doch was im § 10 Nummer 4 KStG, dass man da irgendwie nur die Hälfte hinzurechnet. Dann haben wir hier einen Bewertungsbeleg, das ist ein bisschen aufwendiger und da sind irgendwie 538 Euro als Betriebsausgabe, also gewinnmindernd, in dem Jahresüberschussermittlung handelsrechtlich berücksichtigt worden. Da schreit sie sofort der § 4, 5 Nummer 2 ESTG an, nämlich dass es da sich teils um eine nicht abzugsfähige Betriebsausgabe handelt. Und was die Umsatzsteuer angeht, gibt es da ja noch beim Vorsteuerabzug dem 15.1a USTG, dass man für den nicht angemessenen, für den unangemessenen Teil die Vorsteuer nicht ziehen kann. Also das ist wieder auch so eine Problemgelage, wo ich das dann mit Ihnen auch durcharbeite, warum man auf die Lösung kommt. Okay, dann die Zuwendung, Spende politische Partei. Da erinnern Sie sich bitte daran, dass die Spende für die politische Partei hinzuzurechnen ist. Die ist als Aufwand eingebucht worden. Das ist der § 4 Absatz 6 ESTG. Denken Sie an das Schema, was wir hatten. Das finden Sie hier im Schema an der Stelle, wo hatten wir es denn nochmal? Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben. Wo war es denn? Das war doch
Genau, nicht abzugsfähige Aufwendung. Und hier 4 Absatz 5 bis 8 ESCG in Verbindung mit 8.1 KSCG dann. Und der 4.6, das ist für die politischen Spenden. Und die Spenden, die danach kommen, das ist diese Position, die hier 15 ist in der Richtlinie. So, und genau, und das ist hier 9.1 Nummer 2 KSDG, 9 Absatz 2 Satz 1 KSDG bei der Hinzurechnung. Okay, jetzt bin ich das grob mit Ihnen durchgegangen. Und jetzt gehen wir mal in die Musterlösung rein. Die Startsequenz, die 134.400, hatte ich Ihnen schon genannt. So, und jetzt gehen wir mal diese Dividende durch, die wir hier haben. Und zwar nochmals dieser Punkt, die, wo haben wir sie? Genau. Bei der Gewinnermittlung hat die GmbH eine Dividende aus der Beteiligung an der Bismut AG bekommen, als Ertrag berücksichtigt. Kapitalertragssteuer und Soli wurden als Aufwand berücksichtigt. Und dann haben wir hier noch die Information mit der 25-prozentigen Beteiligung. Und dieses Problem will ich mal per Schaubild auch nochmal filettieren, weil ich das halt für sehr, sehr wichtig empfinde, dass man sich damit mal auseinandersetzt. Zeichnen wir mal so eine Sache auf. Skizzen sind oft hilfreich. Wir haben die Bismut AG. Und jetzt haben wir unseren Steuerpflichtigen, die Tellur GmbH. So. Wir wissen aus den Informationen, dass die Beteiligung mit 25% groß ist. 25%. So, jetzt führt die Bismut AG eine Dividende durch mit 8.000 Euro. So. Aber die 8.000 Euro kommen ja nicht voll bei unserem Mandanten Tellur GmbH an, sondern da haben wir ja noch an der Seite dem Fiskus die Finanzverwaltung. Und die Finanzverwaltung will hiervon einmal Kapitalertragssteuer haben, nämlich 25%. Das heißt, von diesem Betrag gehen schon mal 2.000 Euro, ne, das ist ein Viertel Kapitalertragssteuer weg. Und dann gehen außerdem noch 5,5% von der Kapitalertragssteuer, 5,5% von 2.000 weg, nämlich der Solidaritätszuschlag. Und das sind 110 Euro. von den 2.000 wandern dann auch ans Finanzamt. So landet doch dann auf dem Bankkonto der Tellur GmbH nur ein Betrag von 5.890 Euro. Ne, wenn Sie von 8.000 2.110 abziehen, ist das die Bankgutschrift. So. So. Und wenn man sowas verbucht, dann müsste man doch erstmal auf dem Konto 1800 Bank die 5.890 Euro raufpacken. Dann hätten wir ein Konto, wo wir die 2.110 Euro raufpacken. In Rechnungswesen haben Sie ja immer nur Einzelunternehmen. Und da buchen Sie es dann auf das Konto Privatsteuern. Jetzt sind wir aber bei einer GmbH. Eine GmbH hat keine Privatsphäre. Wenn ich bei einer GmbH eine Privatentnahme oder Privateinlage sehe, dann schreit ein großes Aua aus meinem Herzen, aus meinem Gehirn. Das gibt es nicht. Habe ich mal erlebt, dass da irgendwie in einem Steuerbüro im Norden Deutschlands, da hatte ich so einen Fall Liquidation mir mal angeschaut, da wurden in der FIBU Privatentnahmen eingebucht, wie auch immer das geht, aber das geht nicht, sondern hier greift dann ein Aufwandskonto, nämlich das nenne ich mal Steuern vom Einkommen und Ertrag. Ja, das ist ein Aufwandskonto, das haben Sie in Ihrem Kontenplan nicht, weil Sie diese Sachen nicht buchen müssen. Und dann buchen Sie halt an Beteiligungserträge. €8.000. So, handelsrechtliche Gewinnauswirkung erstmal. Das Konto mit den 2.110 Euro mindert den Gewinn. Mache ich mal mit dem Pfeil hier hin. Und die 8.000 Euro
Die erhöhen den Gewinn. So, das Problem, was wir doch haben, ist, die Bismut AG selbst ist ja bereits mit Körperschaftsteuer belastet, 15%. Die Bismut AG ist ja auch bereits mit Gewerbesteuer belastet. Und wenn man jetzt nochmal, und jetzt fließt dieser Gewinnanteil auch hier in die Tellur GmbH ein, wenn man das jetzt nochmal mit mit Körperschaftsteuer belasten würde, dann hätten wir ja eine Doppelbesteuerung. Und je mehr Beteiligung man dann hätte, desto häufiger wäre die Doppelbesteuerung. Und das wollte man dann verhindern. Und in der Körperschaftsteuer hat man für diese Verhinderung halt ein anderes System, als Sie es kennen von der Einkommensteuer. Ne? In der Einkommensteuer gibt es da dann immer dieses Abgeltungsprinzip mit einem geringeren Steuersatz von 25%. Dann hat man grundsätzlich Abgeltungswirkung. Wenn es im Betriebsvermögen sein sollte, gibt es dann das 3 Nummer 40 Buchstabe DORA Einkommensteuergesetz, dieses Teileinkünfteverfahren. In der Körperschaftsteuer haben wir ein ganz anderes System. Da hat man den 8b geschaffen. Und den gucken wir uns jetzt mal an. 8b ist okay. Habe ich doch hier vorbereitet. Erstmal 8k StG. Und jetzt der 8a, den brauchen wir nicht, aber 8b. Satz 1. Bezüge im Sinne von 20 Absatz 1 Nummer 1, das wäre die Dividende, die dann zu Einkünften aus Gewerbebetrieb wird, weil wir ja eine GmbH haben, bleiben bei der Ermittlung des Einkommens außer Ansatz. Heißt übersetzt, diese 8.000 Euro sind steuerfrei nach 8b Absatz 1. Das schreiben wir als erstes auf. Die 8.000 Euro sind steuerfrei, das heißt, sie müssen dann wieder abgezogen werden mit einem Minusbetrag, weil man zuvor ja als Gewinn erhöhend hier eingebucht hat. So, nächster Step. Jetzt hängen ja mit dieser Dividende auch Betriebsausgaben zusammen. Vielleicht sitzt da jemand, der diese GmbH als Person verwaltet, dass da Personalaufwendungen entstehen. Oder sie haben diese Beteiligung finanziert mit einem Darlehen, wofür sie Zinsen bezahlen. Dann haben sich diese Zinsen und diese Betriebsausgaben ja gewinnmindernd ausgewirkt, obwohl sie mit einer steuerfreien Einnahme zusammenhängen. Und deswegen gibt es den Paragraph 8b Absatz 4 und Absatz 5. Erstmal Absatz 5. Der 8b Absatz 5 sagt, von den Einkünften im Sinne des Absatzes 1, die bei der Ermittlung außer Ansatz bleiben, gelten 5% als Ausgaben, die nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden dürfen. Heißt, man schätzt, dass mit diesen 8.000 Euro fiktiv eine Betriebsausgabe von 5% zusammenhängt. Fiktive Betriebsausgabe. Prozent von 8.000. Und die müssen dann wieder hinzugerechnet werden, weil die 8.000 hat man ja dann abgezogen und die rechnet man dann wieder gegen mit Plus. Und wenn man diesen Betrag berechnet, ich nehme mir hier mal den Taschenrechner, 8.000 mal 0,05, dann kommen sie auf 400 Euro, die man wieder hinzurechnet. So. Falls Sie tatsächliche Betriebsausgaben haben, die damit zusammenhängen, also tatsächlich ist angegeben, Zinsaufwendung für das Darlehen, mit der diese Beteiligung finanziert wurde, sind 8.000 Euro entstanden oder 2.000 Euro, dann sind diese Sachen weiterhin abzugsfähig, weil wir ja diese fiktive Hinzurechnung haben. 3c Absatz 1 ist nicht anzuwenden. Das heißt, die normalen, die tatsächlichen Betriebsausgaben, die mit der Beteiligung zusammenhängen, würden drinnen bleiben. Und anstelle, dass man diese tatsächlichen Dinge neutralisiert, gibt es ja dann diese geschätzte, diese fiktive Neutralisierung mit dem 5%. Heißt auch, wenn man es nochmal ausführlich macht, 100% werden abgezogen von der Dividende, 5% werden pauschal hinzugerechnet. Das macht dann natürlich eine Gewinnauswirkung von 95% gewinnmindernd. Das heißt,
Minus 800 plus 400 ist insgesamt, wenn man das miteinander saldieren würde, eine Gewinnminderung von minus 7.600 €, was ja letztendlich dem 95% entsprechen würde. Ich behandle das aber immer lieber getrennt, um diese Systematik klar zu machen. So, jetzt gibt es aber noch eine Ausnahme, dass diese Hinzurechnung und Kürzung nicht stattfindet. Jetzt gehen wir mal in den Paragraph 8b Absatz 4 rein. Dort steht: Bezüge im Sinne des Absatzes 1 sind abweichend von Absatz 1 bei der Ermittlung zu berücksichtigen, wenn die Beteiligung zu Beginn des Kalenderjahres unmittelbar weniger als 10% des Grund- und Stammkapitals ausmacht. So, wir haben ja im Sachverhalt eine Beteiligung von, habe ich ja hier notiert, 25%. Deswegen berücksichtigen wir diesen 8b1 und auch damit den 8b Absatz 5. Wäre jetzt meinetwegen diese Beteiligung nur bei 8%, also kleiner 10% gewesen, sagt uns dieser 8b Absatz 4 Satz 1 aus, dass dann diese Befreiung und diese Hinzurechnung nicht stattfinden würde. Dann würden wir stattdessen im Rechenweg so einen Strich machen und sagen, kein Ansatz oder es bleibt steuerpflichtig, weil kleiner 10%. Und dann könnte man da hinschreiben, 8b Absatz 4, 8b Absatz 1 KStG als Hinweis darauf. Also achten Sie immer, wenn Sie diese Beteiligung haben, darauf, irgendwo muss dann prozentual angegeben werden, wie hoch die ist. Und wenn das unter 10% wäre, dann würden Sie diese Korrektur, die wir jetzt hier gemacht haben, nicht machen, sondern das tatsächlich dann Nichtansätze sind ja zu begründen, irgendwie mit einem Strich darstellen, keine Korrektur und dann schreiben Sie den 8b Absatz 4. Okay, den ersten Part haben wir abgearbeitet. Wir haben ja 25%, deswegen bleibt es bei dieser Geschichte. Nochmals, damit soll ausgeglichen werden oder verhindert werden, dass es zu einer Doppelbesteuerung kommt, weil ja die Bismut AG selbst ja bereits mit Körperschaftsteuer belastet ist. So, diese Gewinnauswirkungen haben wir also wieder neutralisiert mit diesen beiden Schritten. Jetzt haben wir ja immer noch die Minderung hier, 2.110 € mit Minusbetrag. Ich hatte ja gesagt, wenn das eine Einzelunternehmung wäre, hätten Sie ja das Konto Privatsteuern 2150 verwendet. Dieses Konto ist gewinnneutral. Hier haben wir es jetzt gewinnmindernd eingebucht, weil die GmbH ja keine Privatentnahmen kennt. Und aus diesem Grund gibt es den Paragraph 10 Nummer 2 KStG, in dem drin steht, Steuern vom Einkommen sind hinzuzurechnen oder sind nicht abziehbar. Deswegen müssen wir diese 2.000 € Kapitalertragssteuer sowie den Soli darauf hier hinzurechnen. Also plus 2.110 € und das ist dann der Paragraph 10 Nummer 2. So, jetzt gucken wir uns das mal in der Lösung an. Ne? Hier ist das bereits zusammengefasst worden, der 8b Absatz 1 in Verbindung mit 8b Absatz 5 mit minus 7.600 € die abgezogen werden. Das Minus sehen Sie hier, dass dieser Betrag abzuziehen ist. Und die 2.110 €, dass die hinzuzurechnen sind, das haben wir hier. Das ist das, was ich eben gerade erläutert habe. So, dann haben wir jetzt den ersten Step schon mal erklärt. Jetzt kommen wir nochmal, Bismarck AG sind wir durch. Jetzt kommen wir zum nächsten Step. Die Miete Dezember 2023. Gucken wir uns diesen Part nochmal an im Gesetzestext. Im Gesetzestext, in Ihrem Sachverhalt. Gesellschafter Zirkom vermietet die GmbH ein unbebautes Grundstück monatlich 3,5. Ne, das ist ein Mietvertrag, der dahinter steht. Also 3,5 sind monatlich Betriebsausgabe, die dann als Grundstücksaufwand einzubuchen sind. Und den Dezember hat man nur nicht eingebucht, weil er nicht abgeflossen ist. Und da hatte ich Ihnen ja bereits gesagt, das ist die periodengerechte Gewinnermittlung. Jetzt würde ich buchen Grundstücksaufwand. An sonstige Verbindlichkeit. So,
Das ist eine bilanziell. Das war falsch gelaufen für den Jahresüberschuss. Das wird nachgebucht. Die Gewinnauswirkung ist, dieses Konto Grundstücksaufwand oder im SKR 04 Kontenplan würden Sie jetzt suchen, wie genau dieses Konto heißt, hat jedenfalls eine gewinnmindernde Auswirkung. Das heißt minus 3.500 Euro, weil ein Aufwandskonto im Soll steht oder ein Erfolgskonto. Und das wird jetzt ja hier in der Korrektur nachgeholt in der Lösung, dass wir hier minus 3,5 ermitteln. Hier ist das Minuszeichen und dann 3,5. Und weil das eine bilanzielle Korrektur ist, findet das hier vorher statt. Eigentlich diesen Zwischenschritt hier könnten Sie auch weglassen. In der Beraterprüfung zum Beispiel wird unterschieden, da arbeiten wir zunächst bilanzielle Auswirkungen ab und dann später die außerbilanziellen Auswirkungen oder Korrekturen. Das wäre so eine Unterscheidungsmöglichkeit. Ansonsten können Sie im Grunde den Sachverhalt so abarbeiten, wie er vorgegeben ist. Eine komplizierte Aufteilung nach dem Motto, erst mache ich die einkommensteuerlichen und dann die körperschaftsteuerlichen Korrekturen, brauchen Sie nicht machen, sondern Sie arbeiten es einfach von oben nach unten ab und arbeiten dann Ihre Korrekturen ein. Das ist meine Empfehlung. Umso einfacher und schneller kommen Sie durch die Aufgabenstellung durch. So, jetzt kommt der nächste Step. Die ortsüblich vergleichbar sind 2,1. Jetzt haben wir freiwillig 3,5 gezahlt. Also wir haben freiwillig unser Betriebsvermögen verringert. Wir haben mehr bezahlt als ein ordentlicher und vernünftig denkender Kaufmann das machen würde, wenn das ein fremder Dritter wäre. Und das ist aus dem Gesellschaftsverhältnis veranlasst. Und da sind wir im Paragraph 8 drinne. Und 8 Absatz 3, und da steht ja im Satz 2, auch verdeckte Gewinnausschüttung jeder Art mindern das Einkommen nicht. Und deswegen müssen wir die hinzurechnen, die Differenz. Nochmals, war ich ja vorhin so über die Definition, wenn Sie die haben wollen, die ist in den Richtlinien enthalten. Und da können wir ja auch mal einen kurzen Blick nochmal reinwerfen. Die Richtlinien hatte ich hier, da waren wir vorhin in der 7 drin. Und wenn Sie die verdeckten Gewinnausschüttungen, ich gehe mal hier in die Richtlinie 8.5 rein. Und dann haben Sie die Definition. Eine VGA nach 8.3 Satz 2 ist eine Vermögensminderung oder eine verhinderte Vermögensmehrung, die durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist, sich auf die Höhe des Unterschiedsbetrags nach 4.1 auswirkt und nicht auf gesellschaftsrechtlichen Vorschriften entsprechenden Gewinnverteilungsbeschluss beruht. So kompliziert brauchen Sie es gar nicht machen. Sie müssen immer nur irgendwie gucken, wenn da steht, ein fremder Dritter hätte das und das gemacht, dann gucken Sie sich die Differenz an und dann rechnen Sie es hinzu. Verdeckte Einlagen werden Sie nicht thematisieren. Habe ich noch nie in einer Abschlussprüfung der Steuerfachangestellten gesehen, dass verdeckte Einlagen da abgearbeitet werden. Deswegen rücke ich das jetzt nicht ins Zentrum. Also wenn Sie irgendeine Differenz haben, das passt nicht, können Sie es blind nach den Wahrscheinlichkeiten der letzten 20 Jahre hinzurechnen und VGA dann dazu schreiben. Genau. Jetzt gehen wir wieder in die Musterlösung rein. Die 3,5 wurden jetzt abgezogen. Und jetzt kommt die verdeckte Gewinnausschüttung dazu. An welcher Stelle finde ich die? Hier unten. 3.500, 2,1. Die Differenz sind 1.400 Euro, die man freiwillig mehr bezahlt hat. Und dann mal 12 Monate. Und dann kommen Sie auf einen Betrag von 16.800 Euro, den wir hinzurechnen müssen. So, das haben wir auch abgearbeitet. Hier sind hier noch lauter freie Stellen. Jetzt gucken wir die uns mal an, woher das herkommt. Körperschaftsteuervorauszahlung und Soli. 21.311 Euro. Wo finden wir die? Hier. 21.311 Euro. Der Betrag, also das hatten wir jetzt abgearbeitet und das hier auch. Das rechnen wir hinzu. Wonach? Jetzt kommt wieder dieser Paragraph 10 Nummer 2 KStG zum Tragen. Ne? Was wir schon bei der Kapitalertragssteuer hatten. Die Kapitalertragssteuer ist bei der GmbH eigentlich eine Vorauszahlung auf die Körperschaftssteuer. Und hier bei den Körperschaftsteuervorauszahlungen in den Soli, das ist, wird dann als Aufwand eingebucht, weil es ja keine Privatsphäre gibt. Ne? Das Konto 2150 Privatsteuern, das gewinnneutral wäre, gibt es nicht. Das wird dann über das Konto Steuern vom Einkommen und Ertrag gewinnmindernd eingebucht. Und jetzt muss es über den Paragraph 10 Nummer 2 neutralisiert werden. Die Steuern vom Einkommen und so weiter nicht abziehbar.
Und deswegen Plus. Dieser Betrag. Hier ist ein Pluszeichen. Genau wie hier. So, dann plus gerechnet auch die Säumniszuschläge, die 53 Euro. Säumniszuschläge sind steuerliche Nebenleistungen. Und im Grunde können Sie den Satz, den Sie in der Umsatzsteuer kennen, die Nebenleistung teilen das Schicksal der Hauptleistung, kann man jetzt hier so übertragen und analog anwenden. Sie gucken also bei Säumniszuschlägen, für was sind die? Und wenn die für die Körperschaftssteuer sind, und die Körperschaftssteuer haben wir nach 10 Nummer 2 hinzugerechnet, dann passiert das Gleiche jetzt hier für die Säumniszuschläge. So, wo haben wir die im Text? Das war dieser Betrag, 53 Euro. So, dann machen wir weiter mit der Gewerbesteuervorauszahlung, 14.200 Euro. 14.200 Euro, die stecken einmal, hier sind ja 15.300 Euro stehend. Wie kommen wir auf den Betrag? Gehen wir nochmal zurück. Hier haben wir 14.200 Euro, die wir haben. Und dann haben wir noch hier die Rückstellung mit 1.100. Und wenn Sie die 1.100 mit dem 14.200 zusammenrechnen, sind das 15.300 Euro. Diese 15.300 Euro, die hier in der Lösung stehen, die wir hinzurechnen. Warum rechnen wir die Gewerbesteuervorauszahlung nochmal hinzu? So, da gehen wir nochmal in den Paragraph 8 rein. 8 Absatz 1 sagt ja, das was im Einkommensteuergesetz steht, wenden wir auch in der Körperschaftsteuer ein. Dieser 8.1 Satz 1 KStG ist im Grunde das Eingangsportal für die Einkommensteuervorschriften. Und dann hatten wir ja den Paragraph 4 Absatz 5 und im Paragraph 4 Absatz 5, da stand ja drinne, die folgenden Betriebsausgaben dürfen den Gewinn nicht mindern. Und hinter den Nummern hat man dann vor vielen Jahren ein 5b rangeklatscht, was eine nicht abzugsfähige Betriebsausgabe ist, nämlich die Gewerbesteuer und die Nebenleistung darauf. Und deswegen wird die jetzt hier wieder hinzugerechnet. Die ist handelsrechtlich als gewinnmindernder Aufwand eingebucht worden, den wir jetzt wieder hinzurechnen müssen. Genau, deswegen hier Plus. So, dann habe ich hier noch die Rückstellung für Körperschaftssteuer und Soli mit 3.100 Euro. Das ist wieder der 10 Nummer 2 KStG. Den hatte ich Ihnen bereits erklärt. Gucken wir nochmal, wo wir den Betrag finden. Der ist ja hier angegeben. Ne? Und den rechnen wir hinzu. Plus. So, okay. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Part. Warten Sie mal. Genau. Jetzt gucken wir mal weiter im Text, was wir als nächstes haben. Dann ist eine Beiratsvergütung angegeben mit 4.000 Euro. Beirat, Stichwort Aufsichtsrat, nennt es sich bei einer AG. Beirat, das Organ, was ganz allgemein kontrolliert, gibt es bei einer GmbH. Und da gibt es eine Vorschrift für diese Sache, nämlich im Paragraph 10, Nummer 4, die Hälfte der Vergütung jeder Art, die an Mitglieder des Aufsichtsrats oder auch an den Beirat, müssen wir hinzurechnen. Und wenn wir hier 4.000 haben, müssen wir also 2.000 Euro hinzurechnen. Das ist dieser Betrag, plus 2.000. Jetzt kommt was Umfassendes. Dann haben sich Gewinnmindern ausgewirkt 538 Euro. Nämlich, das ist die Rechnung über die Bewertung von Geschäftsfreunden ausschließlich mit Getränken in Höhe von 500 plus 95 Euro Umsatzsteuer. Dadurch, dass das nur Getränke sind, jetzt muss man die Kenntnis aus der Umsatzsteuer haben. Im Rechtsstand 2023, ne? Also wenn Sie Umsatzsteuer noch nicht können, arbeiten Sie die Musterklausuren 1 und 2 durch, Umsatzsteuer. Empfehlenswert. Da geht man ja auch auf jedes Detail ein. Da steht doch im Paragraph 12 Absatz 2 Nummer 15 USTG drinne, dass bis Ablauf 23 der Prozentsatz von 7% Umsatzsteuersatz für Restaurationsleistung gilt, ausgenommen Getränke. Das heißt im Umkehrschluss, Getränke haben 19%. Und das, weil wir jetzt hier ausschließlich Getränke haben, das war wahrscheinlich in einer Bar irgendwo, und dann gab es Cocktails, sind das 95 Euro Umsatzsteuer. So, von dieser Rechnung sind 200 Euro unangemessen. Jetzt fragen Sie sich nicht, warum ist das unangemessen? In Ihren Sachverhalten ist das immer vorgegeben. In der Praxis würde ich das dann immer direkt als angemessen einbuchen. Das ist dann der Job des Betriebsprüfers zu sagen, hier, das ist aber unangemessen. Aber das ist ja nicht Ihr Job, ne? Das dann zu machen,
Ne, reicht da die Currywurst Pommes, um da den Geschäftsfreund zu bedienen, zu bewirten? Oder muss es jetzt immer das Stern Deluxe Essen sein? Das können wir doch nicht beurteilen. Vielleicht ist das Stern Deluxe Essen notwendig, um dann einen super Geschäftsabschluss anschließend zu machen. Aber in Klausuren ist das immer direkt vorgegeben. Und wenn jetzt 200 Euro unangemessen sind vom Nettobetrag, dann sind doch 300 Euro vom Nettobetrag angemessen. So, und jetzt können wir uns mal Gedanken machen, und den Zeitpunkt sollte man sich nehmen, dass man dann die Musterlösung versteht. Okay, ich teile das mal auf. Ausgangsbasis 500 Euro netto. Jetzt mache ich den ersten Schritt, 200 Euro unangemessen. Netto bedeutet, dass 300 Euro angemessen sind. So. Für die, jetzt hängen ja hier zusammen 200 Euro Umsatzsteuer netto, 19% sind 38 Euro. Und wenn ich 300 Euro habe, müssten das 57 Euro sein. Rechnen wir mal aus. 300 mal 0,19. 57 Euro. So. Und jetzt gehen wir als erstes mal in den Paragraph 4 Absatz 5 rein, ESTG, der ja über 8.1 KStG auch gilt in der 4 Absatz 5, mein Gott, 4 Absatz 5 Nummer 2. Aufwendung für die Bewertung von Personen aus geschäftlichen Anlass, soweit sie 70% der Aufwendung übersteigen, die nach der allgemeinen Verkehrsauffassung als angemessen anzusehen ist und deren Höhe und betriebliche Veranlassung nachgewiesen sind. Dass die nachgewiesen sind, gehen wir von aus. Dieser 4.5 Nummer 2 ESTG, der über 8.1 KStG auch für uns gilt, sorgt doch dafür, die 200 Euro sind schon mal nicht abziehbar in der Steuerbilanz. Die 300 Euro müssen wir aufteilen in 30% und 70%. 30% davon sind 90 Euro, die sind ebenfalls nicht abziehbar. Die 70% sind 210 Euro. Die sind abziehbar. Das heißt, ich marke schon mal, der nicht abziehbare Anteil ist der. Und die 210 Euro, die sind abziehbar. So, jetzt kümmern wir uns um die Umsatzsteuer. Das heißt, unser Blick geht ins Umsatzsteuergesetz. Habe ich hier auch. Paragraph 15 ist ja der Vorsteuerabzug geregelt. Und in Paragraph 15 Absatz 1 Nummer 1 ist erfüllt. Wir haben eine Rechnung von einem Unternehmer für unser Unternehmen. Das heißt, wir könnten komplett einmal die 57 und auch die 38 Euro beide erstmal nach 15 1 Nummer 1 hier als abziehbar behandeln. Aber die Prüfung geht ja weiter. Wir haben ja noch den 1a. Da steht drin, nicht abziehbar sind Beträge 4, 5, Nummer 1 bis 4, also auch die Nummer 2. Das würde jetzt erstmal heißen, dass die Vorsteuer komplett rausfliegt. Jetzt geht es aber weiter. Ne? Es gibt dann immer noch, dieses gilt nicht für Bewertungsaufwendungen nach 4, 5, Nummer 2, wenn angemessen und nachgewiesen. So, das heißt, dieser Satz 2 holt uns den angemessenen Anteil der Vorsteuerbeträge wieder rein, dass wir den doch ziehen können. Und jetzt fassen wir es zusammen. Das heißt für unseren Sachverhalt, diese 38 Euro Umsatzsteuer, die sind nicht abziehbar. Da sagt 15.1a USTG zu uns, dieser Betrag kann nicht gezogen werden. Und deswegen ist der zu buchen auf nicht abziehbare Bewertungsaufwendung. Die 57 Euro dagegen, da war ja dieser Satz 2 stehen, der sagt, diesen Teil, weil angemessen und nachgewiesen, den darfst du ziehen. USTG und der Satz 2 sagt hier,
das können wir buchen auf das Konto 1400 Vorsteuer. So, diesen Betrag buchen wir dann auf das Konto Bewertungsaufwand abziehbar. Und jetzt können wir den Buchungssatz ja insgesamt machen. Die Konten im Soll werden also Bewertungskosten abziehbar. Dann das Konto, darauf würden die 210 Euro kommen. Dann haben wir das Konto Bewertungskosten nicht abziehbar. Kosten. Da würden diese drei Beträge raufkommen. Einmal die 38 Euro. Dann würden da die 200 Euro raufkommen. Und da würden auch die 90 Euro reinkommen. Können wir ja mal zusammenrechnen, wie viel das in der Summe ist. 38 plus 200 plus 90. Dann haben wir einen Gesamtbetrag von 328 Euro hier. Dann haben wir noch das Konto Vorsteuer mit den 57 Euro. Und dann buchen wir an Bank. Und jetzt können wir den Check machen, ob wir das richtig berechnet haben. Die 328 habe ich noch drin. Plus 210 plus 57. Insgesamt haben wir 595 Euro bezahlt. Also passt das vom Buchungssatz her. So. Im Sachverhalt war ja angegeben, dass sich 538 Euro in der Handelsbilanz gewinnmindernd ausgewirkt haben. Warum ist das der Fall in der Handelsbilanz? Das erklärt uns der Buchungssatz. Weil in der Handelsbilanz wirken sich doch folgende Konten gewinnmindernd aus. Einmal das hier, dann auch der nicht abziehbare Teil, die 328 Euro in Summe. Und wenn Sie diese beiden Beträge zusammenrechnen, haben wir eine Gewinnauswirkung von 210 plus 328, 538 Euro minus. Gewinnauswirkung Handelsbilanz minus 538. Und das ist ja der Betrag, der angegeben ist. Und jetzt müssen wir diese steuerrechtliche Gerade ziehen. Das heißt, diese Beträge hier, den, den und den müssen wir hinzurechnen. Die 38 Euro Vorsteuer rechnen wir hinzu nach § 10 Nummer 2. Jetzt gehen wir mal in die Musterlösung rein. Plus 38 Euro, nicht abziehbare Vorsteuer 10 Nummer 2. Was steht denn im 10 Nummer 2? Da steht ja nicht nur, dass hier die Steuern vom Einkommen nicht abziehbar sind, sondern es geht ja weiter. Die Umsatzsteuer für Umsätze, die Entnahmen oder verdeckte Gewinnausschüttung sind und die Vorsteuerbeträge. Abzugsverbot 4, 5 Nummer 1 bis 4. Das heißt, deswegen die 38 plus. Und die 290 plus, die wir hier haben, die rechnen wir hinzu, weil 10, nee, weil 4, 5 Nummer 2 KSDG und 8, ESDG, 4, 5 Nummer 2 ESDG und 8, 1 KSDG sagen, hier, lieber, die 290 hast du doch gebucht auf Bewertungskosten nicht abziehbar. Und deswegen auch diesen Betrag bitte hinzurechnen. Und so ergeben sich diese beiden Beträge hier. Okay. Jetzt haben wir noch nicht alles abgearbeitet. Jetzt kommen wir mit Zuwendung 18.000. Da haben wir einmal politische Spenden 2.000 Euro. Diese politischen Spenden von 2.000 werden hinzugerechnet nach 8.1 KSDG 4.6 ESDG. Denn im ESDG bei den nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben gibt es ja nicht nur 5b, sondern auch hier den Absatz 6, Aufwendung zur Förderung staatspolitischer Zwecke. Sind keine Betriebsausgaben. Und 10b2, genau. Staatspolitische Zwecke, § 2, Parteiengesetz, politische Parteien. Deswegen werden die 2.000 hinzugerechnet. Die 16.000 werden hinzugerechnet, weil im § 9 Absatz 2 Satz 1 KStG steht, dass diese Spenden im Sinne von 9.1 Nummer 2 hinzuzurechnen sind. Denn es gibt keine, normalerweise würden Sie ja beim Einzelhändler solche Spenden immer als Privatentnahme einbuchen.
die dann als Sonderausgabe abziehbar ist. GmbH hat wieder keine Privatsphäre, wird als Aufwand gewinnmindernd eingebucht und um das zu neutralisieren, wird es halt hinzugerechnet. Das gleiche ist übrigens da auch für die parteipolitische Geschichte. Und deswegen gibt es diese Korrektur mit den 18.000, dass einmal die 16.000 hierüber hinzugerechnet werden und die politischen Spenden so. Naja, jedenfalls haben wir dann das Einkommen vor Zuwendungsabzug 202.300. Gehen wir nochmal ruhig ins Schema rein, wo wir das hatten, in der Richtlinie 7.1. Da waren wir ja zu Beginn drin. 7.1, Ermittlung des zu versteuernden Einkommens, KSDG, Körperschaftsteuerrichtlinien. Kriege ich jetzt gerade nicht rein, aber sie ändern sich. Da hatten wir diese Position gehabt. Ich gehe nochmal zurück. Da hatten wir doch die Position gehabt. Die hatten wir Summe der Einkünfte genannt. Und danach waren dann abzuziehen die Spenden. Und jetzt kommt 9.1 Nummer 2 KSTG. 9.1 Nummer 2 KSTG. Und der ist so aufgebaut im Grunde das, was Sie vom 10b Absatz 1 ESDG kennen. Da gibt es eine Maximalgrenze, 20% des Einkommens, also was wir jetzt zuvor haben, oder alternativ 4 Promille der Umsätze, Löhne und Gehälter. Hier sind es die 20%. Wir nehmen jetzt, das bitte auch immer hinschreiben, 20% von dem Einkommen vor Zuwendungsabzug von den 202.302 Euro. Da kommen 40.640 raus. Die 16.000 liegen da drunter. Und deswegen können wir die 16.000 komplett abziehen. So. Die Parteispenden können wir grundsätzlich nicht abziehen. Das ist eine andere Baustelle. Weil das ist da nicht geregelt, dass man die abziehen könne. Das würde auch dem Demokratieprinzip widersprechen. Nur natürliche Personen sollen in einer Demokratie wählen können. Und wenn dann die reichen Leute über ihre GmbHs noch mit Einfluss nehmen könnten, wäre das, ich glaube, da würde dann das Bundesverfassungsgericht einem Gesetzgeber, der das da reinpacken würde, um die Ohren hauen. So, wenn wir die dann abziehen, haben wir das Einkommen gleich dem zu versteuernden Einkommen, 186.302 Euro. Und das war ja die erste Aufgabenstellung, die wir hatten, die wir jetzt gelöst haben. Gucken Sie sich mal an, das haben wir jetzt gelöst. Und jetzt müssen wir noch das Letzte lösen, nämlich die Körperschaftsteuermittel und den Soli. Und das geht ganz zügig. Das macht auch nicht mehr viele Punkte aus. 15% von den 186.302, ne, steht im 23.1 drin. Ne? Da gehen wir nochmal rein, KSTG. 23 Absatz 1, die Körperschaftsteuer beträgt 15%. Und dann müssen Sie noch diesen 31.1 Satz 2 KSTG beachten. Der ist ganz wichtig, das machen die Leute immer verkehrt und nehmen den Punkt nicht mit. Absatz 1 Satz 2. Die sich im Zuge der Festsetzung ergebenden Körperschaftsteuerbeträge sind jeweils zugunsten des Steuerpflichtigen auf volle Euro zu runden. Zugunsten bedeutet abrunden. Deswegen, immer wenn da Centbeträge rauskommen würden, wie hier 30 Cent, dann sind die wegzurunden, weil das im Gesetz vorgegeben ist. Und deswegen müssen Sie zwingend für die festgesetzte Körperschaftsteuer 27.945 hinschreiben und dann die Nachkommastellen weg damit. Wenn Sie da die 30 Cent stehen haben würden, würden Sie den halben oder den Punkt darauf nicht bekommen, der wäre weg. Und dann noch die Berechnung des Solis. 5,5% auf die 27.945, dann haben Sie hier 1.536. Hier lassen Sie die Cent bitte stehen. Und so kommen Sie jetzt hier in dieser Aufgabe auf 14,5 Punkte. Und weil Sie ja in SPL immer 1,5 Minuten pro Punkt Zeit haben, Sie schreiben ja SPL 150 Minuten und 100 Punkte können Sie erreichen, dann würde man hier 14,5 mal 1,5 für so eine Aufgabenstellung roundabout 21,75 Minuten Zeit haben. So, und in dieser Zeit müssen Sie das halt runterarbeiten. So, und jetzt hat man so ein Gefühl, so ein Fall wie dieser, ne, da waren so ein paar Dinge drin, die sind nicht ohne, aber Sie haben das allgemeine System mitgekriegt, wie die
Körperschaftssteuer aufgebaut ist. Und abschließend möchte ich nochmal darauf hinweisen, das war ja diese Bedeutung der Körperschaftssteuer. Und jetzt haben Sie auch gesehen, wie die Einkommensteuer und die Umsatzsteuer die Körperschaftssteuer beeinflusst. Und wenn man das System beherrscht und das blind beherrscht, dann kann man da ganz gut die Punkte abräumen. Achten Sie in der Klausur auch bitte immer auf die Formulierung. Hier stand ja nur, wie hoch ist das und wie hoch ist das, ermitteln Sie es. Aber das stand ja nicht unter Angabe der gesetzlichen Bestimmung. Das heißt, das, was ich jetzt hier ausführlich mit den Paragraphen erläutert habe, das habe ich ja nur für Sie gemacht, damit Sie es besser verstehen. Wenn in der Aufgabenstellung nicht steht unter Angabe der gesetzlichen Bestimmung, dann lassen Sie doch die Paragraphen weg. Dann schreiben Sie einfach verdeckte Gewinnausschüttung hinzu oder Körperschaftssteuer und rechnen Sie es hinzu und nicht aufwendig die Paragraphen suchen, weil das zu viel Zeit kostet. Ne? Sie hatten ja nur so ein bisschen über 20 Minuten Zeit und in der Zeit müssen Sie den Fall weggearbeitet haben, damit Sie zeitmanagementmäßig durch die gesamte Abschlussprüfung in Steuern vernünftig durchkommen. Ja, die Klausuren, die ich Ihnen auch noch empfehlen kann, das ist die Gewerbesteuer. Na, eigentlich kann ich Ihnen alle Musterklausuren empfehlen. Wenn Sie die sauber durcharbeiten, dann haben Sie einen guten Step erreicht, um sich auf diese Abschlussprüfung vorzubereiten. Und ich sage jetzt zum neuen Jahr hin startend, mit den Musterklausuren sich vorzubereiten auf die Abschlussprüfung, das ist der Turbo, um sich effizient hochskaliert auf so eine Prüfung vorzubereiten. Das bei der Steuerberaterprüfung selbst, ne, ist das eine ganz wichtige Komponente, sich mit solchen Prüfungen vorzubereiten. Dann bleibt das Wissen besser haften. Und beim Fachwirt ist das genauso. Komischerweise wird das nicht so bei der Fachangestelltenprüfung formuliert. Und mit diesem Schritt hier von der Kammer wollen wir da ein bisschen gegen anarbeiten, dass Sie wirklich hier sich damit vorbereiten können. Das Wissen bleibt dann besser haften. Und in der Uni kenne ich es noch so, ich hatte mal in Göttingen studiert, kurz bevor so eine Prüfung ist, geht man in die Fachschaft, holt sich so alte Klausuren, rechnet die durch. Damit bereitet man sich auch auf die Klausuren vor. Also nicht nur in den Skripten verweilen, sondern arbeiten Sie diese Musterklausuren durch und wo Sie Zweifel haben, gehen Sie dann nochmal in die Theorie durch. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für die Abschlussprüfung und hoffe, dass diese Besprechung hier einen enormen Mehrwert für Sie hatte. Und dann alles Gute im Jahre 2024.